Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Ich habe offscreen jetzt so viele Punkte erhalten, dass wir unseren Mitgliedsrang erhöhen können und dann können wir in der Story weitermachen. Was noch passiert ist, wir können Seemobs entwickeln, also sprich unser Team hat leveltechnisch ein bisschen zugelegt. Boretos Level 34, Staraptor 37, Luxtra 35, Seemobs auf 33, 30 ist die Entwicklung. Damierplex auf 33 und Ponita auch auf 33. Ich habe nebenbei wieder ein paar Items hergestellt, ein paar Bälle gemacht. Pokédex-Einträge haben wir so ein paar Damierplexe, nicht die Weiterentwicklung. Seemobs und Nebulak, Apollo und das eine oder andere Pokémon gefangen. Ja, jetzt gehen wir erstmal zu Celestis, um die Fortschritte von den Pokédex-Aufgaben zu zeigen. Da steht es auch nochmal, wie viel wir erreicht haben. Ja, bitteschön. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen Mitgliedsrang erarbeitet. Ja. 4-Sterne-Mitglied von 10. Du bist offiziell ein 4-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Zentnerbälle erstellen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 50 in dem Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung deiner Fortschrittsberichte nun größer aus. Hier, das sollst du auch noch bekommen. Dies ist eine Anleitung, die sicher von Nutzen sein wird. Ja, die Anleitung für Zentnerwelle. Brauchen wir ein Aprikoko, einen Eisenbrocken und einen Schwarzglanzstein. Anleitung für Hypertränke, das ist sehr gut. Ein Supertrank und eine Vitalknospe. Hui. Ja, Vitalknospe brauchen wir auch für Beleber. Du musst den Pokédex weiter vervollständigen, um den Rang aufsteigen zu können. Ja, das werden wir jetzt bei den Missionen nebenbei immer noch ein bisschen mehr machen. Weil wir haben ja gemerkt, wenn wir es nicht machen, haben wir Probleme. Mit dem jetzigen Rang solltest du in der Lage sein, Kraterberg Hochland zu erkunden. Es gibt da jemanden, dessen Unterstützung du bei Nachforschung zu Elektroball benötigt wirst. Begib dich zum Übungsplatz. Ja, das machen wir. Hier ist ein Typ, der möchte irgendwas. Ich frage mal nach, was er hat. Ayafumi heißt er. Okay. Du bist vom Forschungstrupp Mitglied? Du hast das rote Suchblatt bewahrt? Dich habe ich gesucht. Genau dich. Meine Schwester Mina ist ihre Arbeit im Sicherheitstrupp im Suchland gegangen, aber sie ist nie zurückgekommen. Und nun, ja, es ist schon ein bisschen her und bereits sie sich nie zu im Aufhinden machen könnte, aber ich habe noch nichts von Mina gehört. Könntest du mir zurückbringen? Wie riecht sie denn? Das finde ich gut. Bitte was? Ach so, du Hans, mit ihrem Geruch willst du sie aufwendig machen. Hier ist ihr Lieblingszeichentuch. Euer Gal, das behalte ich jetzt. Bitte such im Sumpfland nach Mina ab. Ich zähle auf dich. Ja, das ist eine neue Nebenmission. Wir haben ein bisschen Geld über. Wir werden mal unserem Beutelinhalt für 3000 auf jeden Fall eine Position erhöhen. Jetzt können wir ein Item mehr mitnehmen. Das ist sinnvoll angelegtes Geld. Und das machen wir nochmal für 4000. Ja, machen wir noch einmal. Jetzt können wir zwei Items mehr mitnehmen. Ja, machen wir noch einen. Komm, alle guten Dinge sind drei. Ich weiß gar nicht, wie oft das geht, aber wir haben momentan noch ein bisschen Geld über. 18.000 haben wir noch, das reicht erstmal. Drei Positionen mehr, das ist sehr schön. Ja, es kann leben, das stimmt. Ich habe auch Tränke und ein paar Beleber hergestellt. Wir müssen jetzt erstmal zum Übungsplatz gehen, um in unserer Mission weiterzukommen. By the way, der Übungsplatz ist da oben. Ich wollte aber noch mal ganz kurz. Und zwar können wir Seemobs entwickeln. Das werden wir jetzt auch machen. Zu Seeyong. Dann ist er natürlich auch wesentlich stärker. Ein Wasser-Eis-Pokémon. Bei Reise auch. Sehr cooles Pokémon. Fände ich cool, wenn es einen Mega-Entwicklung kriegt. Oder bei einem neuen Spiel vielleicht eine kleine Terra-Kristallisierung kriegt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt dabei ist, um ehrlich zu sein. Ich hoffe es. Aber es werden natürlich nicht alle dabei sein. Das ist natürlich auch klar, was immer schade ist, weil immer so ein paar Lieblings-Pokémon dann wegfallen. Oh, Perla ist da.
Freiperler. Fantigris, der Herrscher hier neben ist der Wächter hin. Er wird dich zum Sneeboss führen. Entschuldige, dass ich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin Hin, ein Wächter. Um Lektoral begegnen zu können, solltest du die Kraft von Sneeboss zunutze machen. Ob Sneeboss dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst müssen wir einmal sicher den Kraterberg ankommen. Es geht los, alle einsteigen. Hin ist hier wirklich sehr ähnlich. Er ist mir ähnlich? Er kam genau wie du plötzlich von irgendwoher. Außerdem seine Erinnerung verloren. Vielleicht hilft ihm das auf sein Gedächtnis auf der Spur, mit dir unterwegs zu sein. Sieh. Ich zähle auf dich, wie immer. Ja gut. Sieh mal einer an. Du bist im Mitgliedsrang aufgestiegen. Wie der Zufall so will, habe ich vor kurzem gelernt, Pokémon neue Attacken beizubringen. Also, eine Attacke beibringen? Ja, was hast du denn so? Wähle ein Pokémon. Oh, guck mal, man kann sogar von der Box auswählen. Das ist cool. Genau, Gyarados haben wir noch gefangen. Ein paar Entons. Ja, wer soll eine Attacke erlernen? Ponyta vielleicht. Magieflamme. Der Anwender greift das Ziel an. Flamme senkt Offensivkraft des Ziels. Kategorie speziell. Genauigkeit 110 AP. Eisenschweif. Genauigkeit, na, stärker, aber ist nicht so genau, ne? Aber ganz cool. Eisenschweif könnte ich mir vorstellen. So. Wobei, die Attacken, man kann die ja auswählen und tauschen. Aber ich lasse es mal so. Vielleicht hat sie ja noch was Cooles für Seon. Oh, einige. Frostbeule ist nicht so stark. Auch da. Eissturm. Eisenschweif. Nee, da reizt mich jetzt nicht so. Luxtra vielleicht nochmal irgendwas Cooles. Eiszahn. Eiszahn ist cool. Feuerzahn und Eiszahn. Die nehmen wir beide. Erholung. Ladestrahl. Wobei waren die speziell? Ne, die sind physisch. Da sieht man in der Kategorie immer. Wenn da so Wellen sind, so Kreise, ist das speziell. Und wenn da so ein Zickzack, so ein Stern ist, ist das physisch. Physisch ist gut. Also Eisenschweif auch. Ob ich die gleich alle im Pool anlege, das weiß ich noch nicht. Wir haben ja hier immer so einen Attackenpool. Das hoffe ich auch, dass das bei den neuen Spielen genommen wird. Das ist nämlich richtig geil. Ja, Items und so will ich nicht. Jetzt gucken wir nochmal einmal kurz auf unsere Pokémon. Luxtra hatten wir was beigebracht. Attacken verwalten. Ja, Ruckzuckhieb, da werden wir auf jeden Fall Eisenschweif für reinnehmen. Dann werden wir Eiszahn für Donnerschock reinnehmen. Knirsche auf jeden Fall für Biss. Ja, und Donnerzahn lassen wir drin. Das finde ich eigentlich so ganz cool. Den Feuerzahn nehmen wir jetzt noch nicht rein. Ich denke, wir sind so ganz gut aufgestellt. So, dann gucken wir nochmal bei Arboretos. Attacken verwalten. Er kann jetzt mittlerweile auch Aeroass statt Windstoß. Laubklinge statt Zauberblatt. Und Luftschnitt statt Blattwerk. Ich denke, damit sollen wir auch ganz gut aufgestellt sein. Ich glaube, das muss man ab und zu einfach mal machen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht jetzt. Um einfach bessere Attacken reinzukriegen. Da gehen wir eben alle durch. Oh, er kann Nahkampf. Yes. Für, ja, Windstoß natürlich. Ruheort für Ruckzuckhieb. Und Sturzflug für Aeroas. Luftschnitt lasse ich, glaube ich, drin. Risikotackle nehme ich nicht, weil ich mich da selber mit verletze. So, dann haben wir noch Seon. Okay, es hat schon eigentlich die besten Attacken. Danierplex, mal schauen. Okay, Barrierestoß, was ist das? Kategorie physisch, 70, Genauigkeit. Oh ja, hört sich ganz gut an. Zumindest schon mal besser als Tackle.
Sondersensor statt Konfusion. Aber halt auch noch nicht so pralle. Ich meine, es ist okay. Ich würde auch niemals Dummyplex eigentlich nehmen, aber da wir die Weiterentwicklung haben wollen und das eigentlich ziemlich cool ist und gut aussieht, werden wir es einfach mal weiter trainieren. Okay. Eisenschweif kommt rein für Tackle. Glut müssen wir einsetzen. Das ist sogar noch ein Ziel von Ponita. Deswegen werde ich Glut aus diesem Grunde noch drin lassen. Aber Hypnose statt Doppelstoß. Ja, Feuersturm packen wir später mal rein. Lassen wir es erstmal so. Vielleicht nochmal zum Schwächen von anderen Pokémon ist es ganz gut. Ponita ist eigentlich unser Feuer-Pokémon, was wir gebrauchen. Mit seiner Feuerkraft und das werden wir so nutzen. Ja, hier kann ich schon mal auf Superball umstellen. Hyperball haben wir ja noch nicht. Den müssen wir aber bald kriegen. Aber das nervt auch, dass man hier bis zum Tor laufen muss. Ich glaube, ich hätte auch anders rausgehen können, aber ist egal. Auf zur nächsten Hauptmission, zur neuen Welt, zum Kraterberg, Hochland. Das ist hier in der Mitte. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann lasst wie immer gerne einen Daumen hoch da. Das würde den Kanal und auch das Video sehr unterstützen. Und falls ihr es nicht getan habt, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Dann verpasst ihr auch keins der folgenden Videos mehr. Und es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, außer die Texturen. Das Gras und die Bäume, absolut hässlich. Berge sind voller Felsen und Steine, deswegen solltest du auf Vielzahl von Gescheits-Pokémon Boden-Pokémon befassen. Boden-Pokémon finde ich, by the way, richtig cool. Mein liebstes Pokémon ist auch von Giftboden, ist Nidoqueen, für alle, die es noch nicht wissen. Und ja, bald haben wir Silvaro. Und Silvaro hat hier eine neue Weiterentwicklung. Sternschwarz, Schwarzlandstein. Schön, da hinten läuft ein Luxio rum. Jetzt nicht so besonders. Wir fahren mal hier so ein bisschen mit ab. Also Luxtra, okay. Der ist auch ein Luxio, oder? Ist das ein Luxtra? Der müsste Luxtra sein, ne? Ist ein Luxtra. Dann werden wir jetzt nicht gegen kämpfen. So schwach ist es dann auch nicht. Oh, da hinten ist ein Parasect. Oh, Provinzkämpfer sind beide, das will ich eigentlich nicht. Da sind Janmas und ein Golbat. Okay, jetzt sind die Golbats. Golbats haben wir doch noch nicht besiegt. Da werden wir mit ihm kämpfen. Der ist eh angegriffen. Ich muss jetzt auch noch fangen, aber. Boah, der hat viel Damage gemacht. Okay, du kannst Kraftluftschnitt rein. Okay, vielleicht fangen wir den auch, wenn wir den sterben jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Der haut jetzt direkt der erste Kampf und direkt unser erster stirbt hier im Team. 37, okay, leveltechnisch sind wir ein bisschen runter. Was ich aber gar nicht mal so schlimm finde, ist, macht das eigentlich noch interessant, weil dann ist es auch nicht ganz so easy. Ja, nur weil er geschwächt ist, versuche ich ihn jetzt zu fangen, aber das klappt natürlich nicht. Jetzt die Frage, kämpfen wir weiter, kriegen wir noch mehr Damage? Oder sagen wir, versuchen nochmal zu fangen? Ein Versuch mache ich noch. Mein Golbat ist jetzt nicht so ein cooles Pokémon, aber wenn man X-Bat nimmt, das ist schon wieder richtig geil. Fluggift. Coole Typenkombi. Allerdings, wie man es hier kriegt, mit Fußschaden, das muss doch glücklich sein eigentlich. Okay, hier sind noch mehrere. Luxor da vorne gepackt. Wir werden jetzt noch eins besiegen, um einfach auch ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Pokédex-Einträge ein bisschen zu vervollständigen. Ja, gefällt mir jetzt gar nicht, dass jetzt eigentlich Nacht ist. Ich könnte jetzt nochmal zu Leifen, also unser, wie heißt das, zu unserem Camp hier gehen und also Lager. Und da kann man dann die Tageszeit verändern. Ich würde hier ganz gerne den Tag über durchlaufen, weil in der Nacht sind meistens dann eher so Driftzeppeli, Driftlon und also nicht so interessante Pokémon, sagen wir mal wenigstens. So, absteigen. Nochmal ausruhen. Wir wollen uns bis zum Morgen ausruhen, damit auch wieder schön morgen ist. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, im Hellen zu laufen. Das wäre doch optimal. Pokémon? Ja, sind auch alle wieder fit.
Ah, schön in der Morgensonne. Das ist doch alles. Okay, hier ist noch ein Luxio. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Fahren wir mal eben ab hier. Oh, da ist am Wackeln. Da kommt ein Pokémon raus. Es ist ein Giron. Okay, nicht klug. Lux. Wobei, wir können fliegen. Das ist das Schöne. Ich glaube, hier kann man immer fliehen. Wir hätten sogar einen Doppel-, also einen Kampf mit zwei gehabt. Das machen wir nicht. Also, ich habe Items auf Items geschaltet. Okay, hier ist ein Geisterlicht. Das wollen wir jetzt aber nicht mitnehmen. Okay, wir kommen hier vorerst nicht weiter. Da hinten ist eine Brücke, da müssen wir hin. Ja, die Wege sind jetzt noch vorgegeben. Später, wenn man fliegen kann, dann kann man schon abkürzen. Das ist ein Paras. Die kommen gleich runter, einfach springen. Hey! Let's go! Ja, mega! Wir versuchen es mal ranzuschleichen. Vielleicht fangen wir auch erst das Jan mal weg, das ist da ein bisschen im Weg. Was ist der Rücken? Der Popo. Es ist der Popo. Scheiße. Hier ist eine Vitalknospe, die brauchen wir sowieso viel. Und die sind sehr selten. Und Jan Mega gefangen, Level 36. Ja, sehr schön. Wäre auch noch eine Idee, den ins Team zu nehmen. Ich habe noch nie gespielt, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich schon Bock zu, muss ich ehrlich sagen. Okay, jetzt kommen wir zu einer Höhle. Nein. Ich drücke den falschen Tasten. Wir fahren den noch ab. Zugelandstein. Hin! Oh, du siehst aber ein bisschen eingefroren aus jetzt. Der König der Höhle sieht ein wenig anders aus als die Elektroballe meiner Erinnerung. Doch das ändert nichts daran, dass auch dieses Elektroball gefährliche Elektroschocks ausstößt. Du solltest dich ihm nicht unvorsichtig annähern. Es könnte nützlich erwiesen, Pokémon zu fangen, die gegen Elektrizität wirkungslos sind. Ich stelle mich ziemlich frustrierend vor, vor Rage geratene Kontrolle zu verlieren. Pokémon haben es nicht leicht. Ganz genau, die Kraft von den Menschen. Tsubaki. Hin, Wächter von Perklan. Oh, eine Expedition, niemand der Galaktik-Expedition. Ich wollte den großen König der Höhle aussuchen, doch das ist absurd. Ach ja, ich bin ein gutherziger Mensch, daher will ich nicht mal so sein. Ich werde mal prüfen, ob deine Audienz mit Elektroball würdig sind. Doch macht euch keine großen Hoffnungen, ich werde eine gewaltige Hindernisse in den Weg legen. Lass uns doch in Ruhe, Mensch. Gut, ich werde mal euch sagen, ich denke, das Wüten der Könige geschieht das Segen des ehrwürdigen Sinnes. Schließlich werden wir dadurch stärker. Das ist doch was Gutes, oder? Ja. Mit dem Grund geboren wäre meine Bestimmung. Also die ist mir unsympathisch. Der Elektroball wird ein paar Punkte verschwinden. Ihr solltet besser brav nach Jubeldorf zurückkehren, wenn ihr mich fragt. Auf hoffentlich nimmer wiedersehen. Ja, tschüss. Hin ist mir sympathisch. Ein Pokémon aus dem Garagenrad ist leidet selbst darunter. Zumal er auch irgendwie komischerweise da auf die Welt gekommen ist. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir weiter vorgehen. Ich gehe weiter. Unterwegs mit dir gefährlich, doch es bleibt das Motto treu. Sicherheit, Fahrt voraus. Er war mal irgendwie so ein Captain oder so. Ja gut, jetzt laber nicht so viel. Er kennt auf jeden Fall ein altes Elektroball, das ist schon mal cool. Steht immer für Wasser-Pokémon weg, da vorne. Wir haben Pflanzen-Wasser-Pokémon, die sind sehr effektiv gegen Gesteins- und gegen Boden-Pokémon. Und ja, wir werden mal gucken, was es hier noch für coole Boden-Pokémon gibt. Wir haben jetzt nur Hippopotas, glaube ich. Normalerweise fackeln hier die Lampen. Ja, jetzt ist es hier dunkel. Wie der Felstunnel früher. Wieso muss ich dem jetzt folgen? Jetzt lauf doch mal schneller, Junge. Oh, das nervt, dass wir jetzt hier so rumeiern. Sein Name fällt mir nicht ein, aber ich glaube, es war ein Pokémon, das Feuer einsetzen konnte. Ja, wir haben einen Ponita. Oh, ich kann aber nichts einsetzen. Lass uns kurz einen Halt einlegen.
Zu unserer Rechten haben wir das Elite-Pokémon X-Bad entdeckt. Wow, geil! Strecke ändern? Folge mir. Ich will aber... Oh, scheiße! Bleib doch hinter mir. Ich will das X-Bad fangen. Also das werden wir uns gleich noch holen, wenn es noch da ist. Gerade ist mir einfach eingefallen, was es immer gesagt hat. Die Zahnhöhle in Ausgang. Reiten und abfahren. Okay, da ist schon mal ein See. Sehr coole Höhle. Ab hier soll es kein Problem mehr geben. Da sind sie doch. Was ist das? Ach, die Fackelständer. Okay. Lass uns erst Fackeln zurückbringen. Doch noch jemand versuchen, diesen Weg im Dunkeln zu beschreiten, könnte es böse enden. Ja, hast du schön gemacht. Die Fackeln leuchten im Wind. Wir gehen jetzt hier zurück. Das war, glaube ich, jetzt hier links rum, ne? Und dann nochmal links. Oh, weh, jetzt ist X-Bad weg. Hier links? Ne, das ist hier der See. Hä? Oh ne, X-Bad ist, glaube ich, nicht mehr da. Das ist der Eingang. Wir gehen jetzt einfach mal hier links rum, weil wir erkunden mal ein bisschen die Höhle hier. Okay, das ist ja, jetzt fahren wir ab. Okay, das ist nur so, da kommt man rechts und links vorbei. X-Bad ist weg, X-Bad war hier. Scheiße. Hätte ich so gerne gehabt. Elite X-Bad. Wir gehen hier nochmal rein in die Höhle. Vielleicht entdecken wir noch ein anderes cooles Pokémon. Ja, hier sind die Erze. Naja, das X-Bad ist wirklich gut. Manchmal kann man das einfach wechseln, das ist das Schöne. Da kann man schnell die Sachen abfarmen. Hier ist noch ein Eisenbrocken. Da ist nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen was. Und ein Kaumalan. Geil. Auch ein nices Pokémon, ich glaube auch selten. Und, oh, das ist nicht stark. Das ist nicht stark. Ja, was machen wir? Können wir direkt ein Item werfen? Ich werfe mal so einen Schwerball, obwohl es eigentlich nicht schwer ist. Ich habe Angst, wenn ich jetzt fliehe, dass es gleich verschwunden ist oder abhaut. Ja, wir haben es gefangen. Geil, Kaumalan kann sich zu Knack-Knack entwickeln. Sehr stark. Ist natürlich leveltechnisch jetzt ein bisschen drunter. Das jetzt mit durchzuziehen, ja, schwierig für unser LP. Aber ich bin am überlegen, das irgendwie mit einzubauen. Ich weiß nicht. Mit Dummyplex bin ich echt mal nicht sicher, weil es auch ein neues Pokémon ist. Ich sehe gerade, wir können halten. Da ist ein Zubat. Zubat haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ich meine nicht. In dem Moment. Er kennt es nicht. 42! Lecko Funny! Was geht denn hier ab? Ja, Eis haben wir Pulverschnee, ne? Machen wir mal einen Kraftpulverschnee. Scheiße, entweder fangen wir es oder wir gehen drauf. Getötet vom Zubat. Okay, Zubat hält nicht viel aus. Jetzt haben wir jetzt schon mal Eis gesucht. Okay, wir müssen echt aufpassen hier. Okay, dann hätten wir das Elite-X-Bad sowieso nicht fangen können. Das wäre jetzt wirklich gewesen. Okay, mit Golbat nehmen wir uns nicht an. Hier müsste der Ausgang sein. Der richtige Ausgang, hoffe ich. Ja. Ich habe übrigens von Professor Leifen gehört, dass der Himmel herabgefallen kam. Weißt du, auch ich fand einmal in der Suivia von einem Ort, von dem ich nie zuvor gehört hatte. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern, außer an meinen Namen. Ich war fassungslos, um mich auch noch von der Stelle zu bewegen. Da kam der Peerclan mir zur Hilfe. Sie erkannten, dass ich in Natur aus gut bin und Pokémon zurechtkam und nannten mich deshalb zu einem Wächter. Doch ich frage mich, zu welchem Zweck ich diese Welt gelandet bin. Ach, meine Gerede führt zu nichts. Lass uns schnell weitergehen. Ich finde das interessant und spannend, was du erzählst.
Und da hinten ist ein fucking Scaraborn. Wir schleichen uns mal an. Das ist ein Flasher-Pokémon, hat es rote Augen? Ne, ich glaube nicht, das war normal. Falls nicht drin bleibt. Okay, Scaraborn gefangen. Ich weiß natürlich das Level jetzt nicht. Ja, schön. Also hier wird auf jeden Fall noch einiges zu sehen sein. Diesen Entoron zu sehen. Aber ich denke, wir werden hier im nächsten Part weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen und Items verwenden, um uns zu heilen. Weil wir Level schon echt unterlegen sind. Ja gut, jetzt gerade ist das nicht so. Scheiß Situation, wir müssen jetzt mal kurz hier flüchten. Einfach mal durchs Wasser. Kommt hier auf der Insel, dürfte jetzt auch kein Pokémon sein. Das ist ein Geisterlicht, das werden wir uns natürlich jetzt nicht holen. Ja, nächsten Part machen wir am Kraterberg Hochland weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal kostenlos und bleibt bis dahin gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Und ja. Ciao Leute!